Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map. Wieder mit dem Dennis, dem Dennis und dem Pete. Leider. Und du musst erstmal wieder rülpsen, um deine asoziale Art zu unterstreichen. Und schaffst du diesmal? Ja, nice. Ja, warte. Jetzt, wenn ich den jetzt mache, bin ich. Oh, ich bitte, ich möchte endlich durch sein. Warte, Peter, du musst mir erklären. Bist du soweit es geht nach außen gegangen oder hast du quasi, bist du hier gesprungen und bist so ein Bogen gesprungen? Da kann ich, habe überhaupt gar keine Ahnung mehr. Außerdem werde ich gerade total verwirrt durch die Tatsache, dass ihr beide schwarz seid. Und zwar wie die Nacht. Peter, könntest du auch nochmal unterbrechen? Okay, Moment. So, wir sind zurück, mussten gerade so ein paar kleine Interna regeln wegen einer bestimmten Minecraft-Folge. guckt's euch an, detailliert sie. So, glaube ich. Dennis, wir sind wieder in der Aufnahme, bitte. Ihr dürft Dank gerne ich. Probieren. Ihr bitte seid jetzt. Übrigens immer noch schwarz. Jetzt bitte einfach da, also sind wir eine, haben wir eine bestimmte Hautfarbe oder ist unser Skin komplett schwarz? Ne, ihr habt eine bestimmte Hautfarbe. Ihr habt weiße Hosen und einen schwarzen Körper und einen dicken, fetten Pornobart und ein weißes Stirnband. Okay. Bei mir ist das noch so. Nice, Hardy. Warte. Nein! Och, nee. Okay, hab jetzt auch mal echt die Frage, wie hast du das hier gemacht? Ich weiß nicht, ich habe einfach um die Ecke gesprungen. Ich bin vor allen Dingen zu früh abgesprungen. Du musst kurz das Fenster zumachen. Ich war so nervös, dass ich einfach viel zu früh abgesprungen bin. Jetzt spring bitte nicht zu früh ab, Dennis. Boah! Ah, scheiße. Göttlich, ey. Nice one, Hardy. Oh, Mann. Das ist doch echt Bullshit. Das ist doch echt scheiße. Falls die Folge zwischendurch ruckelt, das liegt daran, dass ich gerade im Hintergrund noch eine bestimmte Minecraft-Folge rendern muss. Zum 20. Mal. Genau, guckt euch die Folge 628 nochmal schön an. Ja. War eine echt gute. Und beachtet das dieses wunderschöne Thumbnail. Peter ist richtig abgegangen in der Folge. Oh ja. Wirklich. Das habe ich nicht absichtlich gemacht. Wirklich. Nein, noch mal! Nein! Boah, um Gott sei Dank, ey. Ich muss ja Hardy zugucken, nicht, dass der cheatet. Oh, Hardy, die geile Nougat-Sau, ey. Tja. Ja, das ist doch... Scheiße, ist das doch. Aber ich komm bemerkenswerterweise mittlerweile echt jedes Mal dahin. Und bemerkenswert. Und mit jedes Mal meinst du nicht jedes Mal? Nicht jedes Mal. Jedes Mal macht er jedes zweite Mal. Ach man, wieso sprintet er denn nicht so richtig da? Was ist denn das für eine Scheiße? Peter, ich werde dir versprechen, ich werde das jetzt keine 10 Minuten mehr machen. Das sage ich dir. Vorher gebe ich die Challenge auf. Alter, da habe ich den Sprung geschafft und dann springe ich zu früh ab. Ey, das ist doch scheiße. Da war ich zu nervös. Ah, wollte ich wieder zu viel. Scheiße. Mist, ey. Nicht gut. Mist. Ich frage mich ja gerade, ob ich urheberrechtlich belangbar bin, wenn ich ein Video teile, in dem Urheberrechte verletzt werden. Also ein YouTube-Video, weil ich darauf verlinke. Das weiß ich auch nicht. Der hat nämlich mir ein Best of Brams Ausschwaster bei CSGO gemacht. Und das ist eigentlich gar so schlecht geworden, das würde ich echt gerne teilen. Aber ich weiß nicht, ob ich darauf hinweisen kann. Oder ob ich den Link posten kann. Wieso solltest du es nicht teilen dürfen? Weiß ich nicht, weil da unter anderem in Extremo im Hintergrund läuft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der nette Aussteller des Videos nicht in Extremo gefragt hat, ob der das in dem NAPS Video hat. Klar, der hat das Best Buddies. Auf der anderen Seite verletzt er auch die Rechte von CS, ja. Also scheiß drauf. Ja, würde ich auch sagen. Während Hanley die kleine Nougat-Schnitzel hier noch rumchillt,
Oh, also, ich hatte richtig so, so Pick-up-Cotton-Jeans an, hast. Pick-up-Cotton-Jeans? Hast du ja, meinst, also richtige Arbeiterhosen. Meinst du, ich hab mir die Jeans aus dem gemacht, was ich gepflückt hab? Das ist richtige Arbeiterhosen. Hab ich das bei euch eigentlich auch? Sehe ich das bei mir auch so? Ne, bei mir habe ich meinen normalen Skin. Ihr habt ja auch den normalen Skin. Ja, F5. Ich habe auch meinen normalen. Nur Hadi hat bei mir diesen geilen Feldarbeiter-Look. Das darf nicht wahr sein. Wieso komme ich denn da jetzt nicht mehr hin? In Risen sehen die ganzen Bauern haben genau die gleichen Klamotten an. Ja, ist doch geil. Das ist ja irgendwie ein bisschen klischeebehaftet, wenn ich ehrlich bin. Nein. Ach Quatsch. Warte, ich muss den Bildschirm mal weiter wegstellen. Haha. Sonst kriege ich hier zu viel. Ich habe tatsächlich irgendwie Lenin gesagt in dem Best-of. Warum sollte ich Lenin sagen? Lenin als Ausruf des Hasses? Ja, zumindest auf jeden Fall fick die Wand und dann irgendwann über Lenin. Ich konnte mich selbst nicht verstehen, wenn ich so genuschelt habe. Alter, was ist das denn? Ich meine, ich muss sagen, Fenster, Vollbild ist too much. Vollbild ist too much? Vollbild ist too much, Junge. Vollbild ist too much. Warte mal, ich muss mal ausprobieren. Komm, Halle, hier. Oh, geil, eine Katze. Ja. Wo ist sie denn hin? Motivationskätzchen, die rennen weg. Motivationskätzchen? Ja, da sind sie ja überall. Miau! Soll ich Ja, oder, Halle? Das war vielleicht jetzt. Komm, verzieht euch, ihr scheiß Köter. Komm mal ab, du Mongo! Ja, Peter muss natürlich wieder richtig trollen, wa? Also, Halle kriegt das so schon nicht geschissen und Peter setzt natürlich nochmal einen drauf. Die tun mir gar nichts. Ich wollte gerade sagen, wieso tun die dir denn nicht weh? Alter, jetzt mach doch nicht so viele davon! Weil du noch im Game Mode bist, wahrscheinlich. Bin ich im Game Mode. Warte mal, Alter, jetzt verfolgen die mich hier, oder was? Bist du sicher, dass du nicht im Game Mode bist? Ich bin. Ja, hier, ich kann nicht fliegen. Ja, dann nicht. Ja, ist ja komisch. Guck mal, das sind deine Fans. Ja. Warum knurren die mich denn an? Knurren vor Freude. Alter, ich komm da nicht mehr hin! Oh. Alter, Peter, kannst du die bitte töten? Ich arbeite dran. Die gehen mir auf den Sack mit ihrem scheiß Geknurre, ey. So, ist alles wieder gut. So, jetzt aber. Jetzt schafft er mal das. Komm. Mann, oh Mann! Hadi, nein, der nicht gesprintet! Oh. Du. Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen im Noob TV. Hadi springt wie ein kleiner Mongo von Holz zu Holz. Manchmal schafft er nicht mal das. Oh yeah! Und jetzt alle! Das ist auch das Einzige, was er machen muss. Noob TV. Willkommen im Noob TV. Willkommen im Noob TV. Okay, ich glaube, ich gebe gleich auf. TV. Und fährt der Zug nach Bobhausen? Leute, das ist schon zugemacht. Radelt der einfach. Habe ich gemacht, als Hadi gesagt hat, ich glaube, ich gebe gleich auf. Hadi fährt von Bobhausen. Alter, ein Maul jetzt! Direkt nach Ich kann nix town. Oh yeah. Sag mal, dieses coole Synonym, dass man immer Town oder Hausen dahinter setzt. Ja, voll das fette Synonym, Jünger. Ja, er stickt dran, Peter. Alter, guck mal. Hadi, echt mal. Boah, Hadi. Komm, bist du jetzt nervös gerade? Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann gebe ich auf. Okay, schwarzer Mann. Mach's wie die Nacht. Na, aber. Sehr gut. Scheiß, die waren dann nicht aufgegeben. Darauf jetzt erstmal einen Schluck Mezzomix. Leckerer Schluck Mezzomix. Ist das nicht geil? So, wo geht's denn? Hast du das hier auch schon geschafft, Peter? Nee. Also gerade nicht so. Alter, Hadi, warum? Alter, aber ich hab doch gar nichts gemacht, du Mongo. So. Ja, und jetzt? War Hadi das oder war Bram das? Ich hab nicht zugeschlagen. Ich war das nicht! Ich war das nicht!
Ah, okay, nur weil Bram sagt, der macht, war das nicht, dann ist das nicht, dass er dann auch wirklich nicht. Alter! Ich war das nicht! Hadi, du mieses Fickgesicht, wa? Alter, du bist so ein Arschloch, Peter! Oh. Da bin ich hier. Wer schlägt mich? Ich schlag dich nicht, lol. Hey, Hadi ist. Oh. Hadi ist back, Junge. Hadi hat von mir aus, vor allem jetzt auch den richtigen Skin. Okay, jetzt wieder. Schon nicht. Wieder, wa? Lol, jetzt hat Dennis bei mir auch so einen texture-spezifischen Skin hier. Ein texture-spezifischen Skin? Fuck. Lol. Lol, ich war voll weit, fuck you. Ja, voll weit war's. Wo war das denn voll weit? Du hast zwei Sprünge gemacht, du Affe. Hm. Nein! Ja, wo geht's jetzt weiter? Könnt's da weitergehen? Wie komme ich da hin? So? Geh durch die Tür, kommen wir auf jeden Fall nicht. Ja, das habe ich auch schon ausprobiert. Ich würde sagen. Kann ich denn jetzt da durch die Tür gehen? Ich würde sagen, hier rum. So, wie kommt man da wohl drüber? Gerade? Von hier. Lol. Ja, das klingt irgendwie voll intelligent und so. Und nu? Hier rüber? Das frage ich mich gerade auch. Ja, doch, hier rüber und dann da rechts auf die Säule. Kann man hier einfach so rüber? Oh ja. Moment. Da vorne auf die Säule. Von da aus. Ah, die fickt dich. Was denn? Eine Sekunde. Eckpiet? Alter, fick dich, Adi. Spank. Ah, okay. Nein! Alter, was soll das brammen? Das war noch für vorhin. Ja, okay. Das war noch für vorhin, Alter. Moment, wohin denn jetzt? Wohin denn? Hallo, warte, kannst du bitte wieder unten anfangen? Hör auf damit! Du warst da noch nicht. Wie, ich war da noch nicht? Du warst nicht hier oben. Wie, ich war nicht hier oben? Du gefälligst auf deine Etage. Wie, meine Etage? Ich bin doch hinter Peter hergesprungen, du Bob. Ja, und dann habe ich dich runtergehauen. Ja, und? Ja, wie, ja, und? Ja, zurück auf deine Etage, kleiner Mongo. Also, das kriegst du wieder, wa? Wie? Du hast mich doch gerade angefangen. Wie? Ich hab damit angefangen. Du hast damit angefangen. Ich hab dich gerade runtergehauen als meine Rache. Und jetzt hast du wieder eingesetzt. Nee, ja, doch. Richtig. Du hast mich runtergehauen für deine Rache. Und jetzt, als ich da oben mit der Peter stand, hast du mich schon wieder runtergeschlagen. Ich hab dich da. Ja, weil du da noch nicht warst. Du hättest unten wieder anfangen müssen. Ja, hab ich doch. Nee, dir ist nicht oben unten. Klar, Mann. Am Arsch, Mann, Abgang. Deine Mutter macht einen Abgang. Ja, die flüchtet nämlich von dir, weil du stinkst wie ein kleiner Mongo. Alter, du kannst ja jetzt auch nicht aufhören. Ja, kann ich jetzt auch nicht mehr. Ja, merke ich schon. Du bist ein kleiner Bobby. Du bist ein Bobby. Ein Fuckerbacker bisse. Ja. Hättest du wohl gerne. Ja, hätte ich auch gerne. Ja, hättest du wohl gerne. Ja, hätte ich auch gerne. Ja, hättest du wohl gerne. Ja, hätte ich auch gerne. Komm hier in your face, Junge. Komm, zeig dein hässliches da hier aufs Maul, Junge. Ach ja. Peter, findest du das witzig? Bin gerade nicht sicher. Oh shit. Ah. Du bist ein Spacken, ey, siehst du da? Du brauchst dich nicht wundern, wenn ich dich gleich so trolle, dass du wieder anfängst rumzuweinen. Oh, das wird jetzt natürlich richtig ärgerlich. Ja, gut, da oben darf ich jetzt aber hochfliegen. Deine Mutter darf da hochfliegen. Du warst nicht da, von wo du geschlagen hast, Hadi. So sieht's aus. Ja, jetzt fangen wir wieder an, irgendwelche Regeln hier aufzustellen, oder was? Nee, danach spielen wir schon die ganze Zeit. Oh, du kleiner Muschikopf, Hadi. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob es hier weitergeht. Meinst du hier. Oh Leute, mach du erstmal. Ich guck erstmal Hadi noch kurz zu. Hä? Was bringt denn diese Scheißtür? Hä? Wie soll man denn hier springen? Alternativ könnte auch sein, dass man einfach runterfallen muss. Oder links in die Ecke. Moment, klappt auch nicht.